Die fünf Hauptgründe, warum Frauen fremdgehen und warum sie in Beziehungen häufiger untreu sind als Männer. Willkommen zurück, liebe Freunde. Für die Neuen unter euch, mein Name ist Tamara und ich analysiere und bespreche hier bestimmte Geschlechterverhalten mit dem Ziel, das Verständnis zwischen Männern und Frauen zu verbessern. Schließlich können wir alle davon profitieren. Ja, Männer sind untreu, Frauen auch. Studien zeigen, dass Frauen Männer in Sachen Untreue überholt haben. Frauen betrügen in Beziehungen also häufiger. Eine repräsentative Umfrage von Elitepartner in Deutschland hat ergeben, dass fast jede dritte Frau angegeben hat, bereits untreu in einer festen Beziehung gewesen zu sein. Ja, und interessanterweise haben Männer und Frauen unterschiedliche Beweggründe fürs Betrügen. Und wie immer gilt, das alles ist nicht pauschal. Individuelle Erfahrungen und Motivationen, die variieren natürlich. Zuerst, warum gehen Männer in Beziehungen fremd? Es ist nicht, weil sie sich in jemand anderen verliebt haben oder eine schönere Frau gefunden haben. Männer sind meistens untreu aufgrund von sexueller Anziehung. Ganz einfach. Also der Reiz des Neuen packt sie bei der Person, zu der sie sich buchhalterisch hingezogen fühlen. Und ja, wir nehmen wieder unser gutes altes Codewort Buchhaltung, um den brüden YouTube-Algorithmus nicht zu viele Male mit dem anderen Wort zu verwirren. Ja, und anders als viele Frauen können Männer auch aus einer spontanen Gelegenheit heraus mit einer anderen Frau schlafen, wenn die sich bietet. Sie müssen auch nicht unbedingt auf Intimität eingestimmt sein in dem Moment, es muss auch nicht alles perfekt sein und passen. Die Chance allein oder die buchhalterische Anziehung allein, die reicht schon für einen Seitensprung. Ein anderer Grund, warum ein Mann fremdgeht, ist, wenn die Partnerin nicht mehr auf seine Bedürfnisse eingeht. Und damit meine ich alle Arten von Bedürfnissen und nicht nur die intimen. Das kann sein, wenn sie ganz einfach kleine Dinge nicht mehr tut, die ihm das Gefühl geben, umsorgt und geschätzt zu sein. Vielleicht hat sie keine Lust mehr zum Kochen oder sie hat seit Monaten nicht mal mit ihm geschlafen. Und klar kann er sich selbst ein Steak in die Pfanne hauen, aber es ist was anderes, wenn sie es tut und er weiß, dass sie ihn schätzt und es ihm damit auch zeigen möchte, indem sie was Feines für ihn kocht. Und wenn er einfach merkt, dass seine Bedürfnisse ihr nicht mehr wichtig sind und das Gefühl hat, er ist halt einfach nur der Geldautomat, ist das für manche Männer ein Grund, fremdzugehen, statt das Problem offen anzusprechen oder die Beziehung zu verlassen. Und genau an der Stelle möchte ich betonen, jemanden so zu hintergehen ist falsch, egal ob Mann oder Frau es tut. So. Und was auch noch ein interessanter Punkt ist, grundsätzlich ist es für Männer schwieriger fremdzugehen, als es oft dargestellt wird. Frauen haben leichteren Zugang zu potenziellen Partnern. Als Frau, wenn du intim werden möchtest, dann ist in der Regel immer irgendwo ein Mann im Ausgang oder ein guter Kollege, der nicht abgeneigt ist. Männer haben nicht die gleichen Möglichkeiten. Sie müssen oft initiativer sein und sich in sozialen oder intimen Kontexten beweisen, um ähnliche Chancen zu bekommen. Und Frauen sind oft auch wählerischer. Ein Mann mag attraktiv sein, das allein reicht aber nicht, um sie zu verführen. Sie brauchen oft mehr als körperliche Anziehung, um sich auf eine Affäre oder einen Seitensprung einzulassen. Deshalb geht es bei Frauen, wenn sie fremdgehen, oft über reinen Sex hinaus. Frauen neigen dazu, eine emotionale Verbindung zu suchen, auch bei einem Seitensprung. Emotionale Intimität ist ihnen sehr wichtig, während es Männer häufig als rein buchhalterische Erfahrung betrachten. Ja, warum gehen Frauen fremd und warum gehen sie in Beziehungen häufiger fremd als Männer? Zuerst die drei Top-Gründe, die Frauen bei dieser Umfrage hier angaben, und danach sage ich euch noch meine zwei kleinen Gründe, die da eben nicht vorkommen. Nummer 1. Ich war unglücklich in meiner Beziehung, gaben etwas mehr als die Hälfte als Grund an. Unglücklich, also ich finde, das ist ziemlich weit gefasst und eher schwammig. Warum genau bist du unglücklich? Fehlt die emotionale Nähe? Seid ihr nicht kompatibel? Der zweithäufigste Grund ist schon etwas konkreter. Ich habe zu wenig Zuneigung bekommen. Und ja, aus meiner Erfahrung mit Gesprächen mit vielen Frauen ist das tatsächlich ein häufiger Grund für Untreue. Also das Gefühl der Vernachlässigung. Frauen, die sich vom Partner nicht genug geliebt fühlen oder nicht genug Aufmerksamkeit kriegen, die suchen diese emotionale Nähe außerhalb ihrer Beziehung. Also wenn er ständig mit der Arbeit beschäftigt ist, abends oft spät nach Hause kommt oder an den Wochenenden viel Zeit mit seinen Hobbys verbringt, bleibt vielleicht wenig Raum für Zweisamkeit. In solchen Fällen kann sich eine Frau einsam fühlen und das Vakuum mit jemand anderem füllen. Ich hatte mich verliebt. Okay, ja, nur wäre das für mich eher ein Trennungsgrund und kein Fremdgehgrund. Also wenn du dich in jemand anderen verliebt hast, wieso bist du dann noch bei deinem Partner und schläfst aber mit dem anderen, statt aufrichtig zu sein? Gerade in langfristigen Beziehungen kann es passieren, dass sich Paare emotional oder auch intellektuell auseinanderleben. Man lebt vielleicht irgendwann in verschiedenen Welten, teilt nicht mehr so viele gemeinsame Interessen.
wie vielleicht zu Anfang der Beziehung. Weil Menschen entwickeln sich halt weiter, aber nicht immer in die gleiche Richtung. Und darum fühlt sie sich vielleicht emotional nicht mehr verbunden. Und dann lernt sie jemanden kennen, sei es im Fitnessstudio, im Ausgang oder im Kreise ihrer Freunde, der dann ihre Interessen eher teilt als der eigene Partner und dadurch fühlt sie sich zu ihm hingezogen. Und da wird wieder emotionale Nähe aufgebaut, weil der Neue dann möglicherweise diese Aspekte an ihr mehr schätzt als der eigene Partner und das gibt ihr das Gefühl, gesehen und verstanden zu werden. Eine Konsequenz ist, sie verliebt sich in ihn. Und das kann jedem passieren. Niemand ist davor gefeit, wir sind alle Menschen. Es kommt halt darauf an, wie man dann mit der Situation umgeht. Und hier mein Video, woran du erkennst, dass deine Beziehung gesund und stabil ist. Nun zu den zusätzlichen Gründen, die ich anführe als Motivation, warum Frauen fremd gehen. Aus Rache. Manche Frauen gehen fremd, um sich für ein Fehlverhalten ihres Partners zu rächen. Wie zum Beispiel, wenn er selbst untreu war. Also Fremdgehen sehen sie dann als eine Art Ausgleich. Das Gefühl der Ungerechtigkeit und auch der Schmerz über den Seitensprung von ihm ist dann so stark, dass sie mit einem anderen Mann schläft, um ihn so zu vergelten. Sie nimmt dann oft auch an, dass es dann weniger weh tut. Und so, das kann tatsächlich so sein. Aber nicht, weil ihr Partner ihr dadurch weniger bedeutet, sondern vielmehr, weil sie den Schmerz damit verdrängt. Also ihre Affäre oder der einmalige Seitensprung ist eine vorübergehende Ablenkung von den verletzten Gefühlen. Letztendlich ist das aber selten eine langfristige Lösung, weil es ja wieder schmerzt, sobald die Ablenkung vorbei ist. Ein Seitensprung aus Rache kann auch ein Bewältigungsmechanismus sein, um nach der Untreue des Partners wieder das Gefühl der Kontrolle zu bekommen. Sie versucht, sich selbst zu bestätigen, indem sie ähnliche Erfahrungen macht. Anstatt die Beziehung zu beenden oder das Problem offen anzusprechen, will sie sich damit beweisen, dass sie durch seinen Betrug nicht weniger wert ist. Sie will sich zeigen, dass seine Untreue nicht passiert ist, weil sie versagt hat. Das Verlangen nach Bestätigung, auch noch eine Motivation. Für manche Frauen ist mit einem anderen Mann zu schlafen eine Bestätigung, dass sie immer noch attraktiv und begehrt sind. Ja, warum gehen Frauen nun häufiger fremd als Männer, obwohl sie ja wählerischer sind und es oft mehr als eben diese buchhalterische Anziehung braucht, damit sie sich auf eine Affäre einlassen? Das hat oft damit zu tun, dass Frauen ihr Fremdgehen nicht als solches sehen oder anerkennen. Also sie nennen es nicht Fremdgehen, sie sagen eher, mein Mann macht mich nicht mehr glücklich. Oder mein Mann gibt mir zu wenig Zuneigung. Sie rechtfertigen das Fremdgehen oft damit, dass ihre Bedürfnisse in der Beziehung nicht erfüllt wurden oder werden. Sie sehen es eher als eine Art Reaktion auf die Beziehungsprobleme. Und mit dieser Umformulierung erscheint dann das Verhalten weniger wie ein Betrug. Bei Männern ist es leicht anders. Männer sind buchhalterische Wesen, wie gesagt, sie gehen eher aus buchhalterischen Impulsen oder aufgrund von Gelegenheiten fremd. Ihre Untreue wird oft nicht emotional begründet, wie bei den Frauen. Darum rechtfertigen Männer ihr Fremdgehen seltener mit dem Zustand ihrer Beziehung. Sie sehen ihr Verhalten eher als eine einmalige, rein körperliche Handlung, ohne es unbedingt mit Problemen in der Partnerschaft zu erklären. Und liebe Freunde, noch was, falls euch der Reiz des Verbotenen je packt, denkt daran, das Gras auf der anderen Seite ist nicht immer grüner.